Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Ich müsste mal sorgen, dass das nicht schnell laden ist, das auf die Aufnehmtaste. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity Dragon Commander. Es ist schon ein bisschen was her. Ich weiß selber noch gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Scheiße. Aber, ach du Scheiße. Ach du. Hä? Moment mal. What? Das stimmt aber nicht. Oh, immer. Warum gibt es mir vollkommen falschen? Das ist jetzt echt scheiße. Dann müsste eigentlich jetzt richtig sein. Wenn er fertig geladen hat. Wir werden nicht genehmigt, wenn die möchte eine Basis verschanzt. Ja. Ja, das waren wir gerade dran. Warum? Was soll ich denn das denn gerade? So wie scheint habe ich schon alles. Achso, der geht da runter, alles klar. Okay, ich habe jetzt alles erstmal soweit gemacht. Okay, zu beenden einfach. So, ja, das war ja klar. Das war auch klar. Schiff. Ach, ein Schiff. Minus Glück und Minus Beliebtheitsabzug. Ey, der hat einfach meinen Platz gemacht. Der Hund. 100% ja. Und auch einfach zack, zack, fertig aus. Bums, bums, aus, die Maus. Schlacht um den Deal. Ach, noch mein Zack hier. Bumm, einen verloren. Fertig aus. Kaiser schützt Kunst eines perversen Bildhauers. Ah, ja doch. Pervers vor allem, weil sie eine Lesbe war. Geil. Auf jeden Fall Wunsch, Kaiser genehmigt Produktion von Actionfigur. Ich bin gerne mal bei unserem Kaiser. Okay. Ihr habt uns bekämpft. Und vielleicht glaubt ihr gewonnen zu haben, aber dem ist nicht so. Clodellas restliche Werke sind in sogenannten Museen weggeschlossen, versteckt vor den Augen der Untoten. Keiner von uns wird diese Orte jemals wieder betreten, ohne von den Sieben bestraft zu werden. Ja, ja, Moment. Bravo, Kommandant. Ihr habt keine Mühen gescheut, das Vermächtnis eines großen Künstlers zu retten. Und das trotz aller diplomatischen Folgen. Wir Echsen loben euch. Aha. Unsoll. Kommandant, wenn wir Elfen etwas für extrem wichtig halten, dann ist es das Glück der Allgemeinheit. Denn diejenigen mit frohlockenden Herzen tun nichts Böses und behandeln die Welt mit Güte. Zudem glauben wir, dass sie entschlossener für das Land kämpfen würden. Denn ein neuer Herrscher würde sich nicht so um ihr Wohl kümmern. Ein klarer Vorteil für euch in Zeiten der Not. Also, wie können wir einen Großteil eurer Bürger zufriedener machen? Indem wir sie Gewerkschaften gründen lassen, die sie dann repräsentieren. Was sagt ihr dazu? Okay. Gewerkschaften? Blasphemie. Die Leute sollen sich nicht in Fabriken emanzipieren. Sie sollten in den prachtvollen Tempeln der Sieben vor den Göttern niederknien. Lässt man zu, dass die Leute sich organisieren, stellen sie ihm nur Forderungen. Befürwortet nicht Zufriedenheit, sondern Demut. Typischer, unschlüssiger Elfen-Nonsens. Gewerkschaften. Nichts weiter als von Taugenichtsen organisierter Ärger. Fallt nicht auf Oberons Tricks herein, Kommandant.
Es ist nicht so, dass ich etwas gegen Gewerkschaften hätte, Kommandant, aber in Kriegszeiten können wir uns ihre Nebenerscheinungen nicht leisten. Streiks, Proteste, ihr wisst schon diese Dinge. Also, ich bin gegen Oberons Vorschlag. Also eine der seltenen Sachen, wo auch die Ex dagegen sind. Schlechte Idee. Ihr genehmigt Gewerkschaften und ratzfatz gibt es Beschwerden über die Arbeitsbedingungen. Sie werden unsere Waffenfabriken schließen. Macht uns Imps nicht zufriedener. Also, nein. Das wäre der erste Schritt gewesen, um das Leben eurer Mitmenschen angenehmer zu machen. Ich brauche nicht zu sagen, dass ich schwer enttäuscht bin. So wie jeder Elf im Land. Weise von euch, Kommandant. Demütige Leute zweifeln nicht. Sie akzeptieren. Und die Sieben lieben sie dafür. Ach, du laufst sowieso Quatsch. Sehr gut, Kommandant. Unsere Arbeiter haben sowieso schon genug Rechte. Das Recht zu arbeiten und den Mund zu halten zum Beispiel. Das Recht, mit ihren Gehältern zufrieden zu sein. Sehr gut, Kommandant. Gewerkschaften werden oft von Kleingeistern geführt. Und in diesem Chaos brauchen wir Leute, die das große Ganze sehen. Um Haaresbreite. Gewerkschafter sind wie verzogene Göhren. Sie sind nie zufrieden und wenn man ihnen eine runterhaut, kommen 10 von ihnen angerannt und heulen wie Banshees. Oh Mann. So, Scarlett? Es gibt gute Nachrichten. Die Aufstände der Untoten wurden niedergeschlagen und die vielen Kunstwerke von Clodella, die ihrem Zorn entgangen sind, wurden in ein Museum gebracht und werden rund um die Uhr bewacht. Diesen Bastarden haben wir es gezeigt. Dies ist ein großer Sieg für alle Bürger. Ein Sieg der Natur. Ein Sieg der Freiheit über die Unterdrückung. Die Untoten müssen wissen, dass auch Homosexuelle geachtet werden sollen. Sie werden daraus lernen. Es ging bei der Sache natürlich um Kunst, aber was soll's. Sie werden daraus lernen. Ja, sie immer... Wieder ein Kampf gewonnen und verloren. Ziert. Oh. Verdammt, ist das jetzt das richtige Wort? Erneut habt ihr... Sie steht halt gerne für die Homosexuellen ein. Aus einem ganz... Was ist das? Sag ich jetzt nicht. So, wir können jetzt zum Beispiel ganze Geldzerstörer bauen und so. Bomberballon. Impeljäger ab und Impeljäger beschädigen unverlangsamte Feinde. Wir können sich teleportieren. Ja, hier ab. Krieg Impeljäger. Gut. Ja, Telefon. Geht mal bitte einer ran, der nicht ich bin. Dankeschön. Chromio, Sohn von Chromio, zu euch. Der Zauberer wird sagen, dass das alles sein Werk ist, aber ich weiß, er verheimlicht mir etwas. Das meiste, was ich da zusammenbaue, hat er mir nie gezeigt, sondern die Raven war's. Sie ist wohl lebendig. Sie mag mich. Sie berät mich. Sie war wohl schon immer da und hat eurem Vater geholfen, die Welt zu erobern. Ein richtiges Teufelsweib, nicht wahr, Kommandant? Er schwärmte also heimlich für die Raven. Okay, meine Wüste, was da drin läuft. So. Oh, ja. Ach, das hätten wir schon haben können. Ja, dann. Ne? Morgen ist Patriarch, das ist good to go. Übersicht, aktuelles Geldvermögen. Dankeschön, du hast auch nichts mehr so besonders zu sagen. Also mal rein ins Späßchen. So, die Jäger, Schwimmpanzer, Panzerschiffe. Die sind alle ganz gut. Zerstörer, Panzerschiffe sind gut. Zerstörer. Ja, bestimmt. Stimmt. Ah. So, jetzt machen wir da eine Taverne. Da machen wir... gut, ne? Da lohnt sich eher. Gold verkaufen, Gold bauen, Goldmine.
Mein Cash braucht das Land. Ist ja jetzt rein. Zack. Lädt's mal ab. Bis dahin. Ne, warte. Machen wir anders. Wir machen nur die Hälfte. Die Hälfte hin. Ja gut, hier. Einheiten kaufen. Oh, ne? Was dort? Könnte ein Krieger kostet 9, ne? Ach, was soll's, das sparen wir jetzt erstmal. Speichern? Nein. Oh, rechts. Zack. Panzerschiff, Zerstörer und Panzerschiff. Oh, wenn daraus rauskommt, ey. Wir haben 50%, 39, 39. Die benutzen gar nichts. Wir können hier was. Aber nein, ich wollte gar nicht. Weil die Transporter fast so weniger Schaden. Ja, Transporter sind ja voll schlimm. Transportner-Söldner. Alles klar. Jawoll. Haben wir die fertig gemacht. So sieht's aus. Jetzt wird's mal die dafür hier krallen. Ja, ihr seid. Sowieso voll von. Ja, jetzt kommen noch die gelben. Alles klar. Mit zwei Donnerrohren. Ich glaube, da machen wir mal wieder. Aber die feuern langsamer, dann ist halt schon viel besser so. Nein, nein. Hier auch eine Zerstörung. Und Massenheilung. Ja, why not? Und Auge des Patriarchen natürlich. Warum sind die passiv jetzt wieder links? Was soll das? Du bist nicht passiv. Du bist auch passiv. Du auch. Das finde ich jetzt nicht so pralle. So einige Flammen. Das heilen wir um. Da kommt hier. Oder Zerstörung, ja. Seepur, eine Zeitweile dieser. Genau wie die Massenheilung. Und der gute Auge des Patriarchen. Schlacht beginnt, ne? Hauen wir den mal ein paar vom Platz. Obwohl, das ist jetzt mein erstes Mal, gegen zwei Gegner gleichzeitig. So kämpfen. Wirklich mein allererstes Mal. Wie das ist? Jetzt bin ich aber echt gespannt. Alter, das ist aber ein großes Mäppchen. Was darf ich in die Luft sprengen? Wird im Nu fertiggestellt. Ich brauche dringend ein Ziel. Bombenlos. Aha. Ah, das hatten wir also. Ja, ich kann keine Bauplätze einnehmen, weil ich habe halt noch gar nichts. Stehe bereit. Ich habe eine Zeppeline. Dem Jäger. Einheiten halt. Ich brauche den Kampfläufer. Kriegsschmiede fertig. Eure Einheit ist bald fertig. Eure Einheit ist gleich einsatzbereit, Kommandant. Eure Einheit ist bald fertig. Einmarschbereit. So, die Donnerrohre sind ein Übel gegen meine kleinen Puzzles-Gegner. Bezahlt mich mit Blut. Der Bombplatz. Das ist halt ganz nett, wenn man das hat. Lasst ihr den Totentanz beginnen. Bezahlt mich mit Blut. Abmarsch bereit. So, Schaman. Ist gleich einsatzbereit, Kommandant. Rüstungsfabrik auch noch. Und noch ein bisschen. Sobald wir die Zitadellenbauplätze haben, ist sowieso schon mal ganz gut.
ist im Gange, Kommandant. Keine Witze über die fliegenden Ärzte, okay? Doch. Einfach so. Hoffentlich kriegen die sich erstmal so und lassen uns erst in Ruhe. Der Arzt ist da. Weil ich jetzt vielleicht dauert ein bisschen. Ja, da gibt's schon die ersten Kappeleien. Gut. Wir sehen können. 9 Euro sind die Belagerungseinheiten. Schiffswerft fertig. Aber einfach mal zu einem einfach verwandelt. Macht nicht mehr so viel, gerade viel. Transporter bitte. Kommandant. Können wir mal mit Sache erstmal ein bisschen herumfacen und dann mal ein Auge des Patriarchen draufbeißen. Wow. Also das sieht normalerweise ein bisschen sehr spektakulär aus. Naja. Müsste aber eigentlich auch so ein Fall des Patriarchen gewesen sein. So, mein Transporter bitte. Wohin soll es denn gehen? Auf geht's! Ja, du. Verbraucht das nicht zu viel Treibstoff? Ich glaube nicht, ich hoffe es nicht. Hoffentlich rammen wir nicht zu viele Fische. Bezahlt mich mit Blut. So. Wird im Nu fertiggestellt. Kampfläufer warten auf eure Entscheidung. Machen wir die Zedellenbau fest. Wir brauchen mehr Rekruten, Kommandant. Wir brauchen mehr Rekruten, Kommandant. Mit dem Blau sieht es halt am schlechtesten aus. Also für die, sich die Zunge rausgeschnippelt hat. Mitfahrgelegenheit gefällig? Wie aufregend. Los geht's. Alles für das Reich. Gut. Alles für das Reich. Wir brauchen mehr Rekruten, Kommandant. Ja, wenn die fertig sind, geht's mal schneller. Meine Güte. Wir haben keine Rekruten mehr, Kommandant. Wir brauchen mehr Rekruten, Kommandant. Wir haben keine Rekruten mehr, Kommandant. Boah. Wir brauchen mehr Rekruten, Kommandant. Wir haben keine Rekruten. Dankeschön, mehr, endlich. Dürfen wir noch ein bisschen Unsinn. Hui. Obwohl er der gelbe KTR gebraucht. Komm mal. Und tschüss. Jäger. Ich bin auch noch mal aufs Maul, weil ich schon meinen Anlass zu müssen mit euren scheiß Raketen. Da noch ein bisschen. Rüstungsfabrik fertig. Nee. Okay. Okay. Damit ist die Sache mal schnell zu. Jetzt ähnelt die nichts. Bau ist im Gange, Kommandant. So, jetzt noch ein bisschen was hier anziehen. Eure Einheit ist bald fertig. Eure Einheit ist bald fertig. Wenn ihr meint, wir haben keine andere Wahl. Wiedergeboren, um zu töten. Was wird das denn gesagt? Jeder lügt, sogar Sterbende. Kampfläufer warten auf eure Entscheidung, Sir. Was ist deine Stimme? Ja. Der Film braucht ja nicht mehr. Einheit ist gleich einsatzbereit, Kommandant. Jäger. Eure Einheit ist bald fertig. Eure Einheit ist bald fertig. Raketenläufer. Flügel, okay. Propeller, okay. Alles bereit, Milord. Übung ist ja ganz nett. Aber wann können wir töten?
Armeevergleich 22%, 33%, 44%. In der Luft, Kommandant. Stehe bereit. Voller Ungeduld. Ah, ich bin jetzt das kleine Übel. Und entsichert. Eure Einheit ist gleich einsatzbereit, Kommandant. Schiffpanzer. Laufender Bierkrug meldet sich zum Dienst. Was war? Eure Einheit ist bald fertig. Okay. Nein, so. Raketenläufer vollgeladen mit Bier. Und da kann auch jemand noch bereit sein, vertragen. Bäm. Und dann ist weg. Alter, so viele. Leck mich an den Sack. Ah! Ja, weg hier. Unmöglich, komm. Ja, der Drache war jetzt nicht vor. Ja, hier, nochmal. Erstmal heilen lassen. Die Welt ist bereit. Bereit für ihren Schiff. Oh! Wissen wir, wie die ganze Zeit diese Mädchen sehen, wie die von einer Mädchen. Ist gleich einsatzbereit, Kommandant. Eure alles Einheit geil. Ist bald fertig. Eure Einheit ist bald fertig. Ich kann die Rekruten, alles klar. Das ist ja ein bisschen fest. Des Kaisers Feind ist auch mein Feind. Gebaut für den Kampf. Ihr habt mich gerufen, Pilot. So. Die eigentlich die kleinen Kritiker hier. Doch abbauen würde ich es nicht. Schaden man noch machen, ne? Donnerwarn. Donnerwarn. Wieso kommt jetzt zu mir an und greift mich an? Bin ich doof? Ich greife auch immer Feinde an. Ne? Okay. In der Produktion das habe. Was wird da gerade da anzieht? Ach, der Blaue hat schon aufgegeben. Kampfläufer bauen. Okay. Blaue hat schon aufgegeben. Was ist denn an, hey? Gar keine Chance. Ich fahre verradiere mich hier. Ich muss jetzt nur aufpassen, was ich für meine. Ich brauche halt eigentlich nur genau dasselbe zu machen wie der. Hat nur seine... Ja, jetzt erst. Schnell weg. So, da war ein bisschen reingebolzt. Feindliche Kampfläufer können sich jetzt selbst in die Luft schreiben. Wie war das? Seid auf der Hut, Kommandant. F1? Feindliche Jäger werden bald in den Einsatz geschickt. Ich glaube F2. Ja, ganz Armee. Vorwärts! Feindliche Jäger können jetzt noch Ziele anfallen. Es gibt nicht über das Beine der Eintreffen von feindlichen... Dummen Hexer verwandeln halt alles mögliche Käfer. Ja, das haben wir auch schon gelernt. Wir sollten besser nach diesen feindlichen Raketenläufern Ausschau halten, Kommandant. Ah, das ist